Liebe Zuschauer, ich begrüße euch zurück im Urlaubsflugsimulator zusammen mit mir. Ich bin Felix, der Weise. Wir haben letztens Level 9 freigeschaltet und unseren ersten Flug mit den A320 unternommen. Wieder mal eine Bruchlandung hingelegt und ich werde es heute mal wieder mit der Tastatur versuchen. Letztens mit dem Gamepad hat ja auch nicht so gut geklappt. Ja, ich würde sagen, wir starten Mission 9 und ich bin gespannt, was uns jetzt hier in Mission 9 erwartet. Nachtschicht. Aufgabe: Fliege bei Nacht von Düsseldorf nach Hamburg. Ist ja ein relativ kurzes Stück. Ich meine, können wir eigentlich ein ICE nehmen. Ist mit Einchecken, Auschecken nicht viel langsamer, aber egal. Ein Nachtflug. Düsseldorf, Delivery. Lufthansa 2 Echo Papa with Information Golf Request Startup. Lufthansa 2 Echo Papa, Startup approved, clear to destination. Hamburg, via flight approach, initial climb 4000 feet. Lufthansa 2 Echo Papa, startup approved. Clear to Hamburg, flight plan route. Initial climb 4000 feet, squawk 0432. Lufthansa 2 Echo Papa, read back correct. Contact ground on 11.7 for push and taxi. Lufthansa 2 Echo Papa, pushback approved. Lufthansa 2 Echo Papa, ground on 11.7. Before start checklist. Before start, gear pins covers. Removed, signs. On auto. ADIRS. Enough. Fuel quantity. 10,000 kilograms. Altimeters. 1013. 140 feet. 1013, 140 feet. Down to the line. Below the line. Windows, doors. Closed. Parking brake. On. Before start checklist completed. Ground from cockpit. Go ahead. Confirm steering pin inserted. So, was ist denn das für ein komischer Schatten, der sich jetzt hier bewegt hat? Lufthansa 2 Echo Papa, request pushback. Lufthansa 2 Echo Papa, pushback approved. Lufthansa 2 Echo Papa, pushback approved. Ready for pushback. So, natürlich habe ich letztens mal wieder völlig vergessen, Screenshots zu machen. Schande über mich. Aber heute gucken wir mal, dass wir heute welche machen. Das ist ja auch immer so, dass ein Screenshot für das Temp-Fail. So, aber ja, wir rollen jetzt erstmal wieder wie gewohnt. Werden wir jetzt erstmal hier in die Position gefahren und dann können wir erstmal wieder zur Landebahn rollen, aber vorher wird das, glaube ich, erst nochmal die Checkliste durchgecheckt. Ja, es gibt ja neue Nachtflüge, das ist auch eine tolle Sache. Ich glaube, ein Spielmodus fehlt noch, den wir freischalten können. Und die Frage ist, ist jetzt nach Mission 9 schon Schluss oder geht es dann möglicherweise sogar noch weiter mit einer 10. Mission? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, wir aktivieren wieder die Parkbremse. So. Ground from cockpit. Go ahead. Ready for engine start. All engines clear. Engine one start. So, dann starten wir das erste Triebwerk. Ja. Engine two start. Dann das zweite Triebwerk. Und so, das lassen wir erstmal ausgeblendet. Und ihr seht, pull up. Pull down. Neutral. Pull left. Pull right. Neutral. Rudder. Pull left. Pull right. Neutral. After start checklist. After start. Anti-ice. Off. ECAM status. Checked. Trim. 30.2% set. Zero. After start checklist complete. Request taxi. Ground. Lufthansa 2 Echo Papa, request taxi. Lufthansa 2 Echo Papa, follow the greens, holding point the runway. Lufthansa 2 Echo Papa, follow the greens, holding point the runway. Right side clear. Left side clear, taxi. So, dann können wir die Parkbremse lösen und wir rollen zur Landebahn vor. Your seatbelt is fastened and unfastened like this. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop down from the panel above you.
Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and then secure it by pulling the elastic strap over your head. Then assist any children and people who require assistance. There is a life vest under every seat. When instructed to do so by the crew, pull the vest over your head, attach the straps at the front, then pull the straps tight. Just before leaving the aircraft, inflate the vest by pulling the red tabs. If you leave the aircraft through an emergency window exit, inflate the vest outside. If necessary, you can top up the air through the red tubes. Each vest has a lamp which lights up in the water when you pull out this tab. At your seat, you will find an information card explaining these safety instructions. Please take particular note of the location of the emergency exits, which are marked with the word exit. Illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you. This is a non-smoking flight. For takeoff, please ensure that your seat is upright and your table is folded away. Thank you and enjoy your flight with us. So, und auch hier wurden unsere Passagiere wieder begrüßt. Ein No-Smoking-Flight, ein Nichtraucherflug. Aber die Ansagen, ihr habt es gehört, das sind halt immer die gleichen Ansagen. Aber schon mal gut, dass sie eben vorhanden sind. Jetzt auch hier die Frage, wie beim Lokführer, der hört ja die Ansagen zum Beispiel nicht und hört zum Beispiel der Kapitän. Before takeoff checklist. Before takeoff, flight controls. Checked. Checked flaps. 1+F. 1+F. Takeoff speeds. Flex. 130, 130, 131, flex 42. 130, 130, 131, flex 42. Ecom memo. Takeoff low blue. Down to the line. Below the line. Takeoff runway. Runway full length. Runway full length. PAX. On engines. Before takeoff checklist complete. Lufthansa 2 Echo Papa, contact tower on 118.775. Lufthansa 2 Echo Papa, tower on 118.775. Tower, Lufthansa 2 Echo Papa, holding short, we are ready. Lufthansa 2 Echo Papa, line up and wait. Lufthansa 2 Echo Papa, line up and wait. Cabin crew, prepare for takeoff. Lufthansa 2 Echo Papa, clear takeoff. Lufthansa 2 Echo Papa, clear takeoff. Takeoff. So, dann können wir beschleunigen. Die Turbinen richtig aufdrehen, lösen die Handbremse, legen einen coolen Kickstart hin und dann geht es los. Erstmal Tempo aufnehmen, bis wir dann schließlich abheben können. So. Dann sollen wir S drücken zum Abheben, aber ganz ehrlich, ich hebe erst dort ab, wo der besagte Punkt ist. Positive climb. Era. So, dann ziehen wir das Fahrwerk ein. Oder fahren das Fahrwerk ein, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Lufthansa 2 Echo Papa, departure 125.8. Bye. So. Lufthansa 2 Echo Papa, passing 1000 feet, climbing 4000 feet. Lufthansa 2 Echo Papa, hello, climb initially flight level 110. Lufthansa 2 Echo Papa, climbing flight level 110. Also ich habe bis jetzt sogar mit der Tastatur ein etwas besseres Gefühl hier mit diesem Spiel. Ich glaube, man kann das einen Tick dann besser navigieren. Das kommt ja immer ganz auf das Spiel an. Es gibt ja Spiele, da geht es mit dem Gamepad besser. Light level 5-1. Standard, Light level 5-1. So, sternenklare Nacht, wie ihr seht. So, da oben muss man einen leichten Knick nach links fliegen. Und wir weichen schon wieder leicht, ganz, ganz leicht vom Kurs ab. So, Punkt haben wir passiert. Lufthansa 2 Echo Papa, continue climb flight level. Lufthansa 2 Echo Papa. 310 Knoten sollen wir wieder erreichen. Also so die Prozedur. Is turbulence can occur unexpectedly at any time. You are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated. This also applies if the seatbelt signs are switched off. Also wie gesagt, die Prozedur ist hier immer die gleiche, wie ihr seht. Nun
ja, jetzt können wir ja mal schauen, wie weit das eigentlich bis Hamburg hier sein soll. Da sagt er ja auch wieder, es sind 25 Minuten Flugzeit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch diese Flugzeit überspringen. Es sei denn, ihr wollt mal, dass wir mal eine komplette Stunde oder sowas hier unterwegs sind, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ist alles kein Problem. Aber sonst bin ich der Meinung, man kann das Ganze eigentlich hier locker dann überspringen, weil es wird während des Fluges, ist ja auch in der Realität zu tun, gibt es natürlich auch jede Menge, was ein echter Pilot dann erledigen muss, sich an verschiedenen Funkpunkten melden und so weiter und so fort. Also gibt es jede Menge zu tun, ja, aber für einen Passagier, also das Interessanteste eigentlich der Start, die Landung, das Anspruchsvollste, aber das dazwischen, halt Reiseflug halten und so weiter, und ist vielleicht dann weniger interessant. Das finde ich auch eine tolle Sache, dass man halt rein diesen Reiseflug selbst hier überspringen kann in diesem Spiel. Ist eine interessante Idee auf jeden Fall. So, jetzt sind wir sogar schon ein bisschen zu hoch. Jetzt mal irgendwann gucken. Und schon sind wir fast schon wieder zu tief. Dann müssen wir hier gucken, dass wir noch diesen Schlenker machen. Und dann haben wir ja die Reiseflughöhe jetzt gleich erreicht. Es fehlen noch 5000 Fuß, die wir überwinden müssen. Das dürfte dann da oben an diesem Punkt sein. So, welche Uhrzeit haben wir denn überhaupt? Sehen wir das überhaupt? Wie spät das hier eigentlich ist? Nee, sind wir glaube ich gar nicht. Wann dieser Nachtflug stattfindet. So, auf jeden Fall können es da eigentlich auch gleich gerade rücken, oder? Müssen wir doch nicht erst zu diesem Punkt fliegen. Nicht, dass er das jetzt wieder zählt, als ob wir das nicht erreicht hätten. So, und da schalten wir den Autopiloten ein. Und ja, war das jetzt gerade die Co-Pilote, die er danach gelangt hat? Oh Gott, wir hat bloß das Flugzeug gerade. Ja, Autopilot ist eingeschaltet und jetzt beginnt der ruhige Reiseflug. Wir können uns ja mal hier die Sachen alle ausschalten. Es ist einiges an Abgasen, was das Flugzeug hier hinterher gibt, weil er sich herzieht. Das ist immer diese Kondensstreifen, nennt sich das, glaube ich. Wie kriegt man das denn hier weg? Weiß ich nicht mehr. Gut. Dann, ja, was machen wir jetzt? Wir überspringen das Ganze natürlich wieder, wie aus den vergangenen Videos ja schon gewohnt. Zu sehen gibt es da eh nicht viel. So, und dann werden wir uns mal wieder dem Landeanflug widmen und hoffentlich mal diesmal etwas besser, vielleicht mal auf der Landebahn sogar, versuchen zu landen. So, das Gute ist schon mal eine relativ gerade Anflugstrecke, die wir hier sehen. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal keine Kurve oder sowas hier fliegen. Das macht das Ganze natürlich einfacher. Wir sind ja schon wieder relativ weit weg von unserer Leitlinie. So, da müssen wir erstmal sehen, dass wir hier wieder zur Linie zurückkommen. Und das war, ist, ihr seht es ja selber, wir müssen jetzt anscheinend keine Kurve oder sowas mehr fliegen, sondern einfach direkt geradezu im nächtlichen Hamburg landen. Schauen, dass wir jetzt wenigstens mal versuchen, hier an dieser Linie zu bleiben. Das mit Tastatur lässt sich sowas gerade etwas, sag ich mal, gefühlvoller einrichten. Das war schon wieder zu krass.
sich ein bisschen trauen. Hier ist immer noch schief. So. Aber jetzt dürfen wir doch die Linie haben, normalerweise. Wir fliegen schnurstracks nach unten. Vielleicht gelingt uns heute sogar. Das wäre natürlich... Aber wir wollen es jetzt mal noch nicht beschreien. So, da ist erstmal der nächste Wegpunkt. Jetzt müssen wir ein bisschen flacheren Sinkflug anwenden. Wir driften gerade wieder schon ein bisschen ab. Lufthansa 2 Echo Papa, when ready, descend 5000 feet on QNH 1013. So, nächster Punkt auf 5000 Fuß sinken. Da schalten wir uns auch mal das wieder ein. Das haben wir auch schon gleich erreicht. Na gut, ein bisschen ist es noch. So, da unten haben wir schon den nächsten Punkt. Hier sehen wir auch so ein bisschen die Elbe. Dürfte ja die Elbe da sein, aber das nächtliche Hamburg. Ihr seht Radarkarten, aber keine Lichter. Anscheinend gibt es hier gerade einen großflächigen Stromausfall. Ich weiß gar nicht, ob man da landen dürfte. Ich glaube, ich vermute mal, dass Flughäfen dann ihre externe Stromversorgung haben. Aber in der Regel würde ich mal eher davon ausgehen, dass dann in so einem Fall der Flug dann wahrscheinlich umgeleitet wird. Bremen wäre das nächste, oder Berlin, oder Hannover. Berlin war schon ein bisschen weit weg, aber Bremen, Hannover, das wären ja dann wahrscheinlich dann so ein bisschen die Ausweichflughäfen für so einen Fall. Ihr seht ja selber, keine Lichter, die hier in der Stadt brennen. Wie gesagt, alles, was ich jetzt so ein bisschen kritisch sage, ist, ich meine das nicht böse oder so. Also nicht falsch verstehen, dass ich jetzt hier das Spiel durch den Kakao oder sowas ziehen möchte, das überhaupt nicht, wirklich nicht. Es sind halt einfach so Sachen, die einfach da so ein bisschen ins Auge fallen irgendwann, wenn man so ein bisschen sich mal längere Zeit mit Spielen beschäftigt hat. So, Fahrwerk ausfahren, na, dann machen wir das doch. So. Wir sind noch ein bisschen zu schnell, ein bisschen groß, gut zu schnell. So, dann wollen wir mal gucken. Das war das Maschinchen da unten kriegen. Das war zu schnell! Und wieder eine sehr, sehr, sehr schlechte Landung. So, da haben wir mal auf und abhüpfen. Reden jetzt erstmal hier auf die Bremse. Die Passagiere hat sicherlich ordentlich durchgeschüttelt, jetzt ohne Frage. Also wer da jetzt nicht angeschnallt wurde, er ist zweimal gegen die Decke geflogen und wieder zurück. Der dürfte jetzt zwei große Beulen am Kopf haben. Muss man ganz klar sagen. So, und folgerichtig kriegen wir natürlich, ja, wir sind zu früh runtergekommen. Also ich krieg's in diesem Spiel definitiv nicht hin, zu vernünftig zu landen. Ihr seht ja selber, wie das Ganze hier aussieht. So, wie lange nehmen wir denn auf? Ja, es dürfte heute ein bisschen kürzer als das letzte Video werden. After landing items. Ja doch, so. Lufthansa 2 Echo Papa, Round 11.7. Ground hello, Lufthansa 2 Echo Papa. Lufthansa 2 Echo Papa, follow the greens to parking. Lufthansa 2 Echo Papa, follow the greens to parking. So, wir sollen jetzt zur Parkposition fahren, wie wir das ja auch schon. Ladies and gentlemen, please remember to keep your seatbelt fastened until the captain has switched off the seatbelt signs. We, the entire crew, would like to say goodbye to you now. Please take care when you open the storage bin above your seat, as items may have moved and could fall out. Toll. Please also remember to check the storage bins and seat pockets for any personal items or valuables. Also hier ist dann doch ein bisschen dynamisch gemacht. Ihr seht, wir müssen bei weitem jetzt hier nicht so nahe an die Parkposition rollen, wie beispielsweise, oder nicht so weit. Ach Gott, Leute, ich hab's halt mal wieder. So, dann schalten wir die Triebwerke aus und haben auch diese Mission abgeschlossen. Diesmal sogar etwa 10 Minuten weniger als letztens und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Es gibt in der Tat noch eine 10. Mission, die dann auf uns zukommt. Das aber erst im nächsten Part. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Video. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.